Ägypten. Das nordafrikanische Land ist eines der beliebtesten Reiseziele für Sport- und Hobbytaucher. Sein rotes Meer begeistert durch große Artenvielfalt, wunderschöne Korallenriffe und geheimnisvolle versunkene Schiffwracks. Cista TV ist zu Gast im The Breakers, dem Tauch- und Surfhotel mit dem ansässigen Orca Dive Club, einer der besten Tauchbasen am Roten Meer. Wir sind jetzt hier in der Somer Bay, einer der 14 Orca-Tauchbasen. Orca-Tauchbasen gibt es fast weltweit. Mauritius, Indonesien, Ägypten haben allein 7 Basen und noch die Kapverdischen Inseln. Milena, die Gewinnerin der Cista Discovery 2013, möchte sich das Angebot der Tauchbasis etwas genauer anschauen und trifft auf Tauchlehrerin Salome. Hallo, kann ich dir helfen? Hi, ja, ich bin jetzt eine Woche hier im Urlaub und habe jetzt einen OWD-Schein schon und möchte jetzt irgendwie was Neues machen und mich weiterentwickeln. Was genau kann ich denn dann hier überhaupt machen? Ganz neu haben wir den Hollis-Rebriefer hier. Das ist ein halbgeschlossener Sporttauch-Rebriefer. Rebriefer, ist das nicht was für Tech-Taucher oder Extremtaucher? Also das ist nicht kompliziert? Ist es wirklich nicht mehr der Fall, weil das ist absolut auf Sporttaucher ausgelegt, also ganz einfach zum Zusammenbauen. Das Gerät checkt sich selber, so dass alles funktioniert und es ganz simpel ist zu tauchen. Das Hollis Explorer ist konzipiert worden zum Sporttauchen. Das sollte kein Gerät sein, um technisches Tauchen zu machen mit x verschiedenen Gasen, sondern das wird mit einem ganz normalen, einfach zu erhaltenden Nitrox-Gemisch getaucht. Okay, das hört sich ja schon mal ganz gut an. Und wie lange dauert das Ganze jetzt? Also wir würden jetzt zuerst mit Theorie anfangen, dann gehen wir in ein Schulungszimmer, dann erzähle ich dir, wie das Gerät funktioniert, noch ein bisschen mehr über die Probleme, die man damit haben kann, aber auch was überhaupt passiert. Danach gehen wir in den Workshop nach hinten, wir bauen das Gerät zusammen und dann geht es auch schon das erste Mal ins Wasser. Erstes Wassertauchgang ist so ein Confined Water, also Pooltauchgang. Und danach, morgen geht es direkt dann ins offene Wasser. Der Basic-Kurs beinhaltet 3 Tauchgänge mit ungefähr 150 Tauchminuten, der in eine Maximaltiefe von 18 Meter geht. Es wird eine Prüfung, eine theoretische, dazu geschrieben. Und abschließend mit seinem Kurs bekommt er dann einen Logbucheintrag, ein PW, dass er mit dem Hollis Explorer dann bis zu 18 Meter mit seinem Tauchpartner tauchen kann. Du siehst jetzt hier dein Mundstück, auch hier wieder Ausatemseite, geht alles hier durch, durch den Scrubberbehälter, der jetzt hier ist, durch die Elektronik, deine Aus- und Einatmungen und wieder zurück zu dir über den Kreislauf. Dann würden wir jetzt nach hinten zu den Rebriefern gehen, das Gerät zusammenbauen und dann direkt ins Wasser hüpfen. Zuerst werden die Atemlungen und das Schlauchsystem eingesetzt. Die Anschlüsse sind farblich markiert, damit man sie nicht vertauschen kann. Dann wird der Atemkalk vorbereitet. Die ausgeatmete Luft strömt durch den Kalk und dieser filtert das CO2 heraus. Die Elektronik berechnet daraufhin den Bedarf an frischem Atemgas, welches dem Kreislauf dann wieder zugeführt wird. Das sind Wärmesensoren. Also der Kalk, wenn der CO2 herausfiltert, wird der heiß, weil der produziert Wärme und Feuchtigkeit, das Abfallprodukt. Das heißt, er wird heiß, der Tempstick misst dann, wo ist er heiß, und sagt dir dann, wie lange du noch damit tauchen kannst mit dem Kalk. Das Besondere an diesem System ist die Verwendung einer fertigen Nitrox-Gasmischung, was das Gerät besonders für Hobby- und Sporttaucher vereinfacht. Mit einem Selbstcheck der Elektronik befindet sich das Gerät nun im Tauchmodus und ist somit betriebsbereit. Und wir finden, schick sieht es dabei auch noch aus. Wir haben hier eins von den schönsten Hausriffen in Hurghada. Wir können hier sowohl tief tauchen, wir können aber auch Pooltauchgänge machen, direkt in der Lagune. Man hat wunderbar viele Fische, viele Korallen, Haarkorallen, Weichkorallen, Gitarrenhaie, Rochen, jede Menge, jede Art. Wenn man Glück hat, sieht man sogar zwischendurch mal Delfine. Für die ersten Übungen also geht es erstmal in die Lagune des hauseigenen Riffs. Die geringe Tiefe und Abgrenzung zum offenen Meer eignen sich perfekt dafür. Das Tauchen mit einem Rebreather erfordert ein wenig Eingewöhnung. Da aber der Open Water Diver vorausgesetzt wird, kennt Milena Übungen wie das grundsätzliche Verhalten in Notsituationen oder das einfache Ausblasen der Maske bereits. Ah, super, oder? Ja? Ja. Einfacher, als ich gedacht hätte. Ja.
Die erste Übung im Freiwasser habe ich jetzt absolviert, hat richtig gut geklappt. Ich habe alles super hingekriegt, so wie sie es mir vorher auch gesagt hat, hat funktioniert. Morgen geht es dann raus auf 18 Meter Tiefe und ich freue mich richtig auf die Fische. Muss jetzt aber noch ein bisschen Theorie büffeln und dann geht es morgen weiter. Am nächsten Morgen geht es wie geplant zum ersten Freiwassertauchgang. Diesmal tragen Tauchlehrerin Salome und Schülerin Milena Neoprenanzüge, denn es geht auf bis zu 18 Meter Tiefe und da wird es dann doch schon etwas kühler. Ein kleiner Sprung für Milena, aber ein großer Sprung für die Tauchergemeinde, denn das Rebreather-Tauchen erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Die Vorteile des Rebreather-Tauchens mit dem Hollis Explorer sind ganz klar, wir können viel länger tauchen mit einem kleineren Equipment, mit kleineren Flaschen. Wir schaffen dort Tauchzeiten von der Flaschengröße her bis zu 3 Stunden. Der Atemkalk hält ungefähr 2 Stunden. Dann haben wir die notwendige Reserve, dass wir auch in einem Bailout-Modus wieder sicher an die Oberfläche kommen können. Weiterhin tauchen wir fast blasenfrei, das heißt, ich komme viel näher an die Fische ran. Sogar die Fische kommen zu einem, weil sie relativ neugierig sind und auf dieses Weiß sehr fokussiert sind. Und man atmet ständig warme, feuchte Luft. Ich muss nichts anwärmen, nichts anfeuchten. Und somit habe ich auch die Möglichkeiten, wirklich den Tauchgang über einen langen Zeitraum zu genießen, ohne dass ich irgendwie ständig unterkühlt werde und mir Gedanken darüber machen muss, wie komme ich jetzt am schnellsten wieder aufs Boot. Ich gratuliere dir zu deinem bestandenen Explorer-Kurs. Juhu! Noch Theorie und dann hast du es geschafft. Oh, das war so geil, die Fische. Oh Gott, schön, ich bin so fasziniert. Das war wirklich so einfach und so geil. Und oh, geil. Nochmal. Nach der Theorie. Jetzt gilt es nur noch die letzte Hürde zu schaffen. Den Theorietest. Salome steht Milena bei Fragen oder Verständnisproblemen mit Rat und Tat zur Seite. Nach kurzer Zeit ist der Test schon ausgewertet und Milena wartet gespannt auf das Ergebnis. So, Milena. Oh Gott. Ja, 95%, du hast bestanden. Echt? Ja, klar. Oh, gratuliere. Danke. Bitte. Geil. Du darfst noch hier unterschreiben, bitte. Dann wünsche ich dir in Zukunft viel Spaß mit deinem Hollis Explorer Tauchgängen. Und ich hoffe, wir sehen dich bald wieder. Ja, danke für die schöne Zeit und das, was ich alles gelernt habe. Und ich komme auf jeden Fall wieder. Super. Es ist das Abenteuer ihres Lebens. Semra, Sabrina, Natascha und Elisabeth kämpfen um den Titel der Sea Star Discovery. Ich möchte gerne Sea Star Girl 2014 werden, weil ich finde einfach, dass das wirklich der geilste Contest ist. Ich möchte modeln, ich möchte Fotoshootings haben, ich möchte viel reisen. Ich habe jetzt diesen Traum und deswegen möchte ich den jetzt auch leben. Sea Star ist meine letzte Chance. Amazing Thailand! Weitere Infos auf www.seastar-discovery.de.